von dem Radio, dass es das Radio überhaupt ist. Und dass da Leute auf der anderen Seite stehen, die für dich da sind, die auch Menschen sind und die sich so durch den Tag begleiten, das ist halt irgendwie das, was ich finde, was es ausmacht und ausmachen sollte. Und ich glaube tatsächlich, dass das ist eine gewisse Intimität, die man sozusagen als Hörer ja zu demjenigen, der da an der anderen Seite sitzt und etwas erzählt oder so aufbaut. Genau. Das ist ja der typische Fall, ne? Also ich bin jetzt nicht so bekannt, aber du ja schon. So, ne? Also die Leute kennen einen alle. Ne? Also sie glauben einen zu kennen, natürlich nur in dem, was man sozusagen preisgibt in dem Medium. Jetzt nähern wir uns langsam unserem eigentlichen Thema heute, 100 Jahre Rundfunk. Mhm. Was müsste denn für dich eigentlich auf dem Funkerberg stattfinden, damit du sagst, damit können wir die Leute hier auf dem Funkerberg locken? Ich kenne ja so ein bisschen den Plan natürlich halt schon für 2020 und für das große Jubiläumsjahr. Und mich hat zum Beispiel sehr gefreut, dass wir sozusagen nochmal, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, das weiß ich schon, dass wir so ein bisschen weiter unten anfangen und erstmal gucken, wie überhaupt damals mit dem Radio entstanden ist. Und ich kann mich erinnern, ich war vor einer Weile mal hier und wir waren auch unten im Funktechnikmuseum. Wird eines der Siegerwerke einen würdigen Platz finden? Welle 370 wird darüber berichten. Auf dem Weg zu 100 Jahren Rundfunk. Am 21. Dezember ist ganz traditionell das Weihnachtskonzert die letzte Veranstaltung auf dem Funkerberg. Zu Gast in diesem Jahr die Chorgemeinschaft Eichwalde. Mit dem Gospelchor, der Instrumentalgruppe und dem Kinder- und Jugendchor gestalten sie einen bunten Jahresabschluss im Maschinensaal auf dem Funkerberg. Auch ganz Welle 370. Die Hörerecke. Ein herzliches Willkommen zur Hörerecke im Dezember 2019, sagt euch liebe Radiofreunde Detlef. Ich begrüße euch alle zur Ausgabe am Jahresende. Für die vielen Zuschriften und Empfangsberichte möchte ich mich bedanken. Besonders. Welle 370. Die Funkerberg-Termine. Ja, an dieser Stelle ganz traditionell die Funkerberg-Termine. Monique, was haben wir denn da? Natürlich auch ihre QSL-Karte. So, die Sendezeit ist mal locker wieder um 10 Minuten überschritten, so wie es gehört. Monique, wie war es so? Das erste Mal live Mittelwelle? Sehr, sehr schön. Ich hatte ja vorher draußen, haben uns auch den Sender noch angeschaut, war mal wieder grandios. Ich gehe mit Gänsehaut nach Hause. Dankeschön. Ja, also dann würde ich mal sagen, wir sind fertig. Theo, sagst du uns noch schnell die letzte Musik an, bitte? Der letzte Titel kommt von King Elizabeth. Sie singt uns nun den wundervollen Titel Miami Sunrise. Und wir sagen damit Tschüss. 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 Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.